Tanja war irgendwie total komisch drauf. So zurückgenommen habe ich die ehrlich gesagt noch nie gesehen. Du, vielleicht sind es ja wirklich die Hormone. So eine Schwangerschaft kann ja wirklich wie so eine Achterbahnfahrt sein. Ja, schönen guten Tag, Frau Dreschke. Bergmeister hier. Ich überweise Ihrem Sohn monatlich eine Rate und... Was? Heißt das, er ist... Was ist denn? Was hat er denn gesagt? Er ist tot. Das kann doch nicht sein. Mike, das glaube ich nicht. Rio, vielleicht ist das ja auch nur ein schlechter Scherz oder so. Aber ich habe mit seiner Mutter gesprochen. Sie wird darüber. Du hast doch mal gesagt, dass man mit MS alt werden kann. Das stimmt ja auch. Normalerweise. Das kann doch nicht sein. Was hat sie denn gesagt? Sie hat nur gesagt, dass er tot ist. Dann hat sie aufgelegt. Tanja hat nur von ihm geträumt, als ob sie es geahnt hätte. Oh Gott, Tanja. Für sie wird das am allerschlimmsten. Natürlich, Frau Dreschke. Wir können das gerne ein andermal besprechen, kein Problem. Und nochmal mein herzlichstes Beileid. Ja. Auf Wiederhören. Und was hat sie gesagt? Es war die MS, oder? Dann war es ja noch viel schlimmer, als wir gedacht haben. Es war nicht die MS, Xaver. Mike ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Bei einem Motorradunfall? Ja. Vor 2 Wochen auf Hawaii. Er war sofort tot. Das ist furchtbar, aber so musste er wenigstens nicht leiden. Ich stell dir vor, er wäre an den Folgen der MS gestorben. Ich meine, das ist ja... Ja, hast ja recht. Außerdem, so ist er wenigstens bei dem gestorben, was ihm am meisten Spaß gemacht hat. War Mike denn allein auf Hawaii, oder? Nee, mit einem Freund. Der hat sich auch um die Überführung gekümmert. Gestern war die Beerdigung. Gestern? Ja, deswegen hat sie auch gleich wieder aufgelegt. Sie war völlig am Ende. Kannst du denn wenigstens klären, wem du das Geld jetzt überweisen sollst, oder? Ach nein, das ging jetzt nicht. Die arme Frau hat ja kaum ein Wort rausgebracht. Puh. Pass auf, Gregor, ich hab gestern Victoria getroffen. Da musste ich heulen und hab, ich hab ihr erzählt, dass Mike tot ist. Xaver. Ich hab sie doch gesagt. Ja, ich weiß, aber sie hat gesagt, dass sie es keinem weitererzählt. Ja, hoffentlich.